Objekte insgesamt 8 Fuß lang. 6 Fuß langer mit 5 Hülsen ausgestatteter Rumpf, 3,5 Fuß zentraler Durchmesser, je 1 Fuß Enddurchmesser. Dunkelgrau, flexibel und unendlich zäh. 7 Fuß lange, membranartige Schwingen von derselben Farbe, in gefaltetem Zustand angetroffen, in den Furchen zwischen den Hülsen angewachsen. Gerüst der Schwingen röhren- oder drüsenartig, von hellerem Grau, mit Öffnungen an Spitzen der Schwingen. Ausgebreitete Schwingen haben gesägten Rand. Entlang zentraler Umfangslinie des Rumpfes, jeweils am zentralen Scheitelpunkt der 5 vertikalen, daumenartigen Hülse, 5 Systeme hellgrauer, flexibler Arme oder Tentakel, die bei Auffindung fest an den Rumpf gefaltet waren, aber zu einer Maximallänge von über 3 Fuß dehnbar sind, wie die Arme primitiver Haarstähle. Die einzelnen Stängel von 3 Zoll Durchmesser verzweigen sich nach 6 Zoll in 5 Einzelstängel, von denen jeder sich nach 8 Zoll in kleine, spitz zulaufende Tentakeln oder Ranken gabelt, so dass jeder Arm insgesamt 25 Tentakeln besitzt. Am oberen Ende des Rumpfes stumpfer, knollenartiger Hals von hellerem Grau mit kiemenähnlichen Merkmalen trägt gelblichen, fünfeckigen, seesternförmigen Kopf, der mit 3 Zoll langen, drahtigen Wimpern von verschiedenen Prismafarben bedeckt ist. Kopf groß und aufgebläht, etwa 2 Fuß von Spitze zu Spitze mit 3 Zoll langen, flexiblen, gelblichen Röhren an jeder Spitze. Schlitz genau in der Mitte der Kopfoberseite, offenbar Atmungsöffnung. Am Ende jeder Röhre kugelförmige Verdickung, von der gelbliche Membran zurückgeschoben werden kann, so dass glasartige, rot irisierende Kugel freigelegt wird, offenbar ein Auge. 5 etwas längere, rötliche Röhren sind in den Innenwinkeln des seesternförmigen Kopfes angewachsen und laufen in sackartige Schwellungen gleicher Färbung aus, die sich auf Druck hin zu glockenförmigen Öffnungen auftun, mit 2 Zoll Maximaldurchmesser und ausgekleidet mit scharfen, zahnartigen weißen Gebilden, wahrscheinlich Münder. All diese Röhren, Wimpern und Spitzen des Seesternkopfes eng gefaltet angetroffen. Röhren und Spitzen lagen dicht am knollenförmigen Hals und Rumpf an. Erstaunliche Flexibilität trotz größter Zähigkeit. Am unteren Ende des Rumpfes befinden sich ähnlich gebaute, aber anders funktionierende Gegenstücke zu den Kopforganen. Knollenförmiger, hellgrauer Scheithals ohne kiemenartige Merkmale trägt grünliches, fünfeckiges Seesterngebilde. Zähe, muskulöse Arme, 4 Fuß lang und spitz zulaufend von 7 Zoll Durchmesser an der Basis, zu etwa 2,5 an der Spitze. Jede Spitze läuft in ein grünliches, fünfadriges, membranartiges Dreieck aus, das 8 Zoll lang und am anderen Ende 6 Zoll breit ist. Das ist das Ruder, die Flosse oder der rudimentäre Fuß. Aus dem Innenwinkel des Seesterngebildes wachsen 2 Fuß lange, rötliche Röhren, die sich von 3 Zoll Durchmesser an der Basis auf einem an der Spitze verjüngen. Öffnungen an den Spitzen. All diese Teile unendlich zäh und ledrig, aber sehr flexibel. 4 Fuß lange Arme mit Rudern wurden ohne Zweifel zur Fortbewegung
benutzt, im Wasser oder sonst wie. Wenn man sich bewegt, wird ungewöhnliche Muskulosität erkennbar. Bei Auffinden waren all diese Auswüchse eng an den Scheinhals und an das Rumpfende gefaltet, entsprechend den Gliedern am anderen Ende. Ob Pflanze oder Tier kann noch nicht mit Sicherheit entschieden werden, aber Wahrscheinlichkeit jetzt für Tier. Vermutlich unglaublich hochentwickelte Form von Wohltieren ohne Verlust der primitiven Merkmale. Ähnlichkeit mit Stachelhäutung unverkennbar, trotz einiger gegenteiliger Merkmale. Schwingen geben Rätsel auf, da wahrscheinlich ein Lebensraum das Meer, aber vielleicht wurden sie zum Schwimmen benutzt. Die Symmetrie ist merkwürdig pflanzenähnlich und erinnert eher an das Oben und Unten der pflanzlichen Struktur als an das Vorne und Hinten des tierischen Körperbaus. Aber dem Wesen bei diesem Stand der Dinge einen Namen zu geben, wäre schierer Unsinn gewesen. Es sah aus wie ein Wohltier, war aber offensichtlich mehr als das. Es war zum Teil pflanzlich, besaß aber drei Viertel der wichtigsten Merkmale eines tierischen Organismus. Dass es ursprünglich aus dem Meer stammte, dafür sprachen zweifelsfrei seine regelmäßigen Umrisse und andere Merkmale. Aber niemand konnte etwas Genaues über die Grenzen seiner späteren Anpassung aussagen.